Die Spargelzeit hat zwar begonnen, doch durch das kalte Wetter ist die Ernte momentan noch nicht zufriedenstellend. Ein Blick unter die Plane, nur wenige Spargelköpfe sind sichtbar. Ja, momentan sind wir so weit, dass wir wohl Spargel da haben. Der Spargel wächst auch wohl, aber immer noch recht langsam, weil es einfach nachts relativ kalt wird. Die Tage müssen erst länger werden und ja, wir haben jetzt schon die ersten Kilos, wie gesagt, geerntet, aber es ist noch nicht so üppig da wie die letzten Jahre, in den letzten beiden Jahren, genau. Mit insgesamt 6 Arbeitskräften aus Osteuropa bewirtschaftet Fabian Wieger die Ackerflächen seines Vorgängers Josef Sträter in Siethen. Der Hauptbetrieb ist in Coesfeld-Lette, wo Wieger weitere Ackerflächen neben Spargel für saisonalen Obst- und Gemüseanbau nutzt. Also wir haben jetzt vor guten 3 Jahren, ist der Josef Sträter auf uns zugegangen und hat gehört, dass wir noch was machen wollen bezüglich Erdbeeren oder beziehungsweise Spargelanbau. Und wir suchen immer so eine Nische noch, was zu unserem Betrieb passte. Und der Betrieb ist jetzt nicht so ganz von uns, so ganz so weit von uns entfernt. Und da haben wir uns gesagt, komm, versuchen wir es mal. Im ersten Jahr haben wir eine GbR mit Josef gegründet. Und da haben wir gemerkt, das passt wohl zu unserem Betrieb, so also arbeitsmäßig und zeitlich müsste das ganz gut passen. Und ja, da haben wir gesagt, komm, dann machen wir es jetzt. Genau. Nach der Unsicherheit im letzten Jahr hat sich die Situation für den Spargelverkauf während der Corona-Pandemie auf den Hofläden normalisiert. Sicherheit steht an erster Stelle. In diesem Jahr ist es etwas entspannter, sage ich mal. Man hat die Leute, man weiß, wann die kommen. Die müssen wohl am Anfang in eine Arbeitsquarantäne, aber man kann es ja einrichten soweit. Und man hat ja die Gewissheit, dass man den Spargel vom Feld holen kann. So ist es bei uns auf jeden Fall bei unseren Flächen, genau. Eine Spargelschälmaschine gehört heute zu jeder Verkaufsstelle mit Spargel. Auch in Lette und in Siethen bietet Fabian Wigger diesen Service an. Das Hauptgeschäft ist eigentlich unser Hofladen. Wir haben den, wie gesagt, in der Saison immer sonst los gehabt, aber jetzt haben wir letzten 1,5 Jahren versucht, mal außerhalb der Saison zu öffnen, freitags und samstags. Und das ist gut angekommen, muss man sagen. Und das wollen wir jetzt auch noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht einen Tag dazu nehmen oder 2 sogar. Und ja, das ist dann so der Stand der Dinge momentan. Der Spargelbauer hofft, dass die Temperaturen sehr bald ansteigen und somit mehr Spargel geerntet werden kann.